Eine Attribution ist der im Alltag gängige Vorgang des Erklärens eigen- oder fremden Verhaltens. Attribution ist eine Tendenz, sämtliche beobachtete Ereignisse auf grundlegende Ursachen sowie Motive oder Umwelteinflüsse zurückzuführen. Wenn wir handeln, dann tun wir dies aus verschiedensten Gründen. Unser Handeln hat immer Ursachen und ist Resultat von bestimmten Attributen. Wir Menschen sind dazu bestrebt, diese Ursachen herauszufinden und versuchen uns, meist völlig automatisch, einen Kausalzusammenhang zwischen einer Handlung und einer Ursache zu erschließen. Diese Schlussfolgerungsprozesse heißen Attribuierung oder eben Attribution. Es geht also um die Frage, warum? Warum habe ich eine schlechte Leistung in der Prüfung erbracht? Oder bei der Beobachtung des Verhaltens anderer, warum hat Kai Mark geschubst? Ich falle in einer Prüfung durch und frage mich, warum ich nicht bestanden habe. Mögliche Erklärungen sind: Ich habe zu wenig gelernt, ich habe schlecht geschlafen, ich war zu aufgeregt, der Baustellenlärm hat meine Konzentration beeinträchtigt und so weiter. Komme ich nun zu dem Schluss, dass mangelnder Fleiß die Ursache war, dann attribuiere ich mein Scheitern in der Klausur auf meinen mangelnden Fleiß. Kai schubst Mark und ich beobachte das. Nun frage ich mich, warum ist das passiert? Mögliche Erklärungen sind: Kai ist aggressiv, Mark hat Kai zuerst geschubst, es war einfach nur Spaß und so weiter. Komme ich nun zu dem Schluss, dass Mark Kai zuerst geschubst hat, dann attribuiere ich Kais Verhalten auf Marks vorangegangenes Verhalten.